Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadows of Rose, das DLC von Resident Evil 8. Ja, in der letzten Folge hatte ich schon wieder Herzattacken-Feeling bei mir und das sieht man anscheinend auch an meinem Avatar, sag ich mal, weil die flimmert hier auch schon wieder ein bisschen. Woran es liegt, kann ich nicht sagen, aber ich kann euch versprechen, dass es hoffentlich in Zukunft besser wird, weil ich habe einen neuen PC bestellt und wenn es daran liegt, dass der wirklich überfordert ist, ich weiß nicht, ob er das Rödeln im Hintergrund hört, ich hoffe nicht, weil das bedeutet nämlich, dass ich die Aufnahme so gut umgewandelt habe, dass man das Geräusch nicht so extrem hört. Ich hoffe, dass es demnächst auch leiser sein wird, weil der hat nämlich dann eine Wasserkühlung drin. Die soll ja angeblich leiser sein als die normale Kühlung. Mal eben schauen, ob ich hier noch nachladen kann. Doch, 16 hatte ich normalerweise. Das kann ich auch, wenn er mich mal hier nach unten lassen würde, das kann ich auch mal eben nach unten bewegen. Dann habe ich das direkt. So. Also, wir haben 10 Schuss mit der Schrot und jetzt habe ich gar nicht geachtet. 9 zusätzlich noch mit der Pistole. Okay, die 9 mit der Pistole sind nicht so viel. Wir haben einmal Schießpulver. Wir brauchen Schießpulver und Chemikalie. Und Schießpulver und rostige Reste. Ja, dann mache ich lieber erstmal noch nichts. Warum ist hier... Oh, ich sehe gerade was. Oh, ich sollte mich auch mal heilen. Wenn ich jetzt wüsste, was jetzt noch kommt, ne? Ich würde sagen, dann mache ich mir Kraut und flüssige Chemikalie habe ich ja noch genug. Dann mache ich mir eine Erste-Hilfe-Dings hier. Dann habe ich das rechts und links. Wo ist denn... Ach ja, das Kraut haben wir benutzt, was wir da drin hatten, genau. So und so. Dann habe ich die übereinander und dann hoffe ich, dass... Obwohl, ich bin schon so komisch... Heißt das infiziert oder was? Ich bin mir nicht sicher. Naja, wir haben gespeichert. Wir gucken jetzt erstmal, was noch kommt. Aber es... So wie es ja aussieht, finde ich nicht so prickelnd. Sagen wir es mal so. Also... Ich weiß nicht, ob ich mich nicht doch vorher heilen soll. Ich heile mich vielleicht, glaube ich, lieber vorher mal kommen. So, einmal schnell über den Arm drüber gekippt und schon sind wir wieder geheilt. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber naja. Okay, das sind scheinbar irgendwelche Gefängniszellen. Nee, aber irgendwelche Tierzellen oder sowas hier. Da kann ich was öffnen. Wenn ich das öffne, aktiviere ich doch bestimmt irgendeinen Mechanismus, oder? Ich würde nämlich gerne vorher mal gucken. Oh, da sind auch noch Folterinstrumente und alles. Vielleicht aktiviere ich auch keinen Mechanismus, sondern bekomme nur irgendwas. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur, dass ich gerade riesen Schiss habe und gar nicht weiß, warum. Oh, vielleicht auch doch, dass ich weiß, warum. Weil wir haben gerade nochmal Flintenmunition bekommen. Das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen. Und dieser eine komische Typ, der läuft ja hier auch noch überall rum. Oh Gott. Nur wegen euch spiele ich dieses Spiel. Naja gut, auch weil ich es natürlich gerne spiele. Oh, rostige Reste, sehr, sehr gut. Aber Schießpulver bräuchten wir eigentlich. Okay. Achso, das war da, wo wir eben waren. Okay, das Kellergewölbe scheint doch nicht ganz so schlimm gewesen zu sein. Was nicht heißt, dass es jetzt nicht schlimm wird. Ah, es ist sehr verwinkelt hier. Okay, hier ist nichts. Nichts irgendwie... Ich kriege ja mehr Herzattacken dadurch, dass ich denke, dass was kommt, als dass wirklich was kommt.
Ist da noch einer? Hallo? Zombies? Ich glaube, irgendwo habe ich mal was von Schimmelzombies gelesen. Wieder Flintenmunition. Das finde ich zwar auf der einen Seite sehr geil, auf der anderen Seite macht mir das aber auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Wieso habe ich das entriegelt? Hallo, ich war doch gar nicht da. Moment, da bin ich hergekommen. Dann komme ich zur Küche zurück. Ach so. Habe ich die Maske jetzt eigentlich? Nee, da wollte ich ja gar nicht rein. Habe ich die Maske eigentlich wieder? Doch, meine Sachen habe ich alle wieder. Ach so, das heißt, wir müssen die goldene Maske erstmal einlegen. Und ich habe hier totalen Schiss, weil irgendwas passiert. Aber ja gut, ich hatte jetzt auch irgendwie, warum auch immer, gedacht, ich habe meine Sachen nicht, obwohl ich hier fleißig mit der Pistole rumlaufe. Ich habe keine Ahnung. Na gut. Die Küche war ja vorher schon nicht so einladend. Aber da scheint nichts Neues gekommen zu sein. Das war darum, ja. Fast so weit. Ja. Endlich werde ich diese Kräfte los. Aber, um ehrlich zu sein, schon komisch loszulassen. Ich habe so lang mit ihnen gelebt. Sei vorsichtig. Ich weiß. Ich weiß. Okay. So ein Speicherraum. Mir darf doch eigentlich nichts passieren, oder? Aber wenn doch was passiert, ich meine, gut, ich habe jetzt gerade mal, aber ich mache trotzdem mal, bevor wir dann den ganzen Weg hier hinlaufen müssen. Ich weiß, das ist eigentlich Blödsinn, aber wenn doch irgendwas passiert, dann wäre es mir ehrlich gesagt lieber, wenn wir das nicht alles nochmal machen müssen. So. Wirklich laufen tut sie nicht, doch jetzt. Okay, nehmen wir die letzte Maske auch ein. Gut gemacht, Kleines. Den hast du dir wirklich verdient. Vom Echten kaum zu unterscheiden, nicht wahr? Was? Das ist eine Replik. Auf dieser Ebene kann der Kristall gar nicht existieren. Dachtest du wirklich, ich gäbe etwas so Kostbares einfach her? Mit irgendwas musste ich dich ja anlocken. Nein! Nein! Nun beginnt der wahre Spaß. Die perfekte Bühne für dein Ende. Und Vorhang auf! Nee, oder? Gegen die? Oh fuck! Oh fuck! Oh shit! Das ist ja sogar noch hässlicher! Oh fuck! Falsche Taste? Lauf, lauf, lauf! Lauf! Sollst du nicht stehen bleiben? Das nenne ich Unterhaltung!
Lauf! Wieso bewegt die sich nicht? Mann! Ich dachte, du seist eine Kämpferin. Lauf schnell! Oh, scheiße. Ja, ich habe kein Seil bei mir. Fuck! Fuck, fuck! Stimmt! Irgendwie mehr Schaden anrichten. Ist er tot? Hab ich's geschafft? Na, sieh einer an! Du bist um einiges lebhafter als die anderen, Ace. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Langsam wird's langweilig. Zeit für etwas mehr Schwung! Ich hab hier keine Blumen. Nein! Nein! Ja, Arschlöcher! Er ist nicht tot, das ist schlecht. Lauf, lauf, lauf. Ich sagte lauf, nicht geh langsam. Da. Lauf, 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 lauf. Oh, fuck, in die andere Richtung. Kannst du ja durch? Ich bewundere deine Entschlossenheit. So nutzlos sie auch sei. Lauf einfach, lauf! Wie soll ich denn hier raus? Oh! Wie soll ich den denn jetzt erledigen? Ich wollte gerade sagen, das hat sich angehört, als ob da von hinten kommt. Lauf! Oh, lauf bloß nicht. Nein, geh da weg! Geh da weg! Ja, hau mich doch noch mehr da rein! Du dämlicher Vollhong! Oh, ist das jetzt euer Ernst? Wie soll ich denn da rauskommen? Ich kann den doch nicht nochmal schießen. Nein, das heißt, wir müssen den ganzen Kampf jetzt nochmal von vorne machen. Wollt ihr mich verarschen? Okay, dann werde ich aber auf jeden Fall vorher erstmal gucken, dass ich meine Flintmunition könnte ich theoretisch zweimal herstellen. Wenn ich die aber zweimal herstelle, kann ich die normale nicht mehr herstellen. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Normal habe ich noch 10 Schuss zusätzlich. Da kommen ja doch so etliche Zombies. Gut, wenn ich natürlich einen Schuss... Nee, warte mal. Ach, normal habe ich gar keine mehr. Oh, sag mir bloß, der hat die jetzt schon abgezogen. Hat der jetzt alles abgezogen, was ich verloren habe bei dem Kampf? Dann hätte ich aber, glaube ich, die Flintenmunition mehr von haben müssen, oder? Ich weiß es nicht. Oh, das ist doch scheiße. Flüssige Chemikalie haben wir 4. Ich würde fast sagen, dass ich da definitiv eine von mache. Weil wir werden uns auf jeden Fall noch heilen müssen. So, dann habe ich jetzt 14 Schuss. Nee, das ist auch Flintenmunition. Ja, wieso sind die nicht zusammen? Ach so, weil man nur 10 stapeln kann, oder wie? Nein. Doch, ich würde die gern tauschen. So. Und dann habe ich jetzt aber trotzdem nur 5... Ah nee, Moment, Pistolenmunition habe ich ja nicht gemacht. Ja, ja, klar. Das heißt, das kann ich nicht mehr aufladen. Das kann ich auch nicht mehr aufladen. Oh, ich weiß nicht, ob wir damit hinkommen, ganz ehrlich. Kann man das überspringen? Überspringen, ja. Oh, ganz ehrlich, dieses Spiel fuckt mich gerade ab.
Vor allen Dingen, dass der mich da einfach so reingeworfen hat, das kotzt mich so richtig an. Ich wollte gerade sagen, das kann ich doch auch nicht, so oder? Gegen den kann ich jetzt... Oh shit! Jetzt ist er sogar noch hässlicher! Lauf! Lauf! Lauf bloß nicht! Ich hasse das, dass die blöde Kuh nicht einfach laufen kann, wenn man ihr das sagt. Nein, nicht jetzt! Nicht jetzt! Ist das euer Ernst? Lauf! Ey, diese Scheiß nicht laufen, ne? Dieses Scheiß nicht laufen, das kotzt mich so dermaßen an. Wieso? Ich will das nicht untersuchen? Hä? Ich denke, ich soll das öffnen. Kann ich es jetzt vielleicht mal benutzen? Dankeschön. Und ich dachte, du seist eine Kämpferin. Ja, komm. Lauf, lauf, lauf. Hab ich's geschafft? Na, sieh einer an. Du bist um einiges lebhafter als die anderen Häschen. Langsam. Jetzt muss ich auch mal eben gucken. Moment, wir haben jetzt nur noch 3 Schuss davon. Und wir müssen den gleich nochmal... Boah, wie sollen wir das denn machen, ganz ehrlich? Wir haben aber nur noch 16 und... Oh, Leute... Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier mache. Keine Ahnung. Ich habe nur 3 Schuss von mir. Schwung. Oh. Oh. Ja, lauf in die andere Richtung. Lauf! Ach, diese blöde Kuh. Ich denke, ich habe noch die Dinger übrig. Wieso habe ich die Dinger jetzt nicht übrig? Hä? Ach so, weil ich damit ja auch... Naja, ja, ist okay. Lauf jetzt endlich mal an ihm vorbei und bleib nicht immer stehen. Oh, fuck. Da ist was hinter dir her. Lauf! Ich bewundere deine Entschlossenheit. So nutzlos sie auch. Nein, lauf! Ey, die bewegt sich 0 Millimeter. Ja, lass dich doch direkt von dem vermöbeln. Ach, fick dich, ganz ehrlich. Wenn die nicht läuft, ne? Und so überaus vergänglich. Ich muss irgendwie mehr Schaden machen. Lauf! Mann, lauf einfach, du selten dämliche, blöde Kuh. Die scheinen sogar nicht gewesen zu sein. Ganzes Leben hatte ich doch keinen so öden Kampf! Hallo. Kommt der auch nochmal? Das soll eine Show sein? Ja, wenn er nicht will, lass mich doch einfach hier raus. Mm-hmm.
Anscheinend will er... Doch, er will noch! Er will noch! Lauf, du selten blöde Kuh! Lauf einfach! Mein Gott, was ist so schwer am Laufen? Jetzt geht er weg. Lass ihr das nicht durchgehen! Lauf! Oh, sehr schön, sehr schön. Nimm das. Oh, lauf, 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 lauf. Ich bring dich selber um, wenn du das jetzt nicht hinkriegst, Mädel. Ich bring dich selber um. Hä? Lauf! Boah, ich hab nicht mehr viel Schuss. Ja, genau. Ich drehe gleich völlig am Rad. Gameplayerin wird wütend. Mach. Wenn du das jetzt verkackst, Mädel. Ich hasse dich so abgrundtief. Ja, lauf doch einfach. Mann. Fick dich. Oh. Kreatur! Was für eine Enttäuschung! Was soll? Dein Tod ist unausweichlich. Nein! Nein! Nicht schon wieder. Lauf! Ja toll, wohin? Genau. Was? Da unten? Bin ich denn jetzt? Eine tiefere Ebene. Ebene? Ja. Je tiefer du gehst, desto schwerer die Furcht. Du musst gehen, solange du kannst. Ich will nicht gehen. Nicht ohne diesen Kristall. Ich hab satt, ein Freak zu sein. Ich will Freunde haben. Ich will ein normales Leben. Ohne Fluch. Wenn dieser Kristall das bewirken kann, mich normal machen kann, dann gehe ich hier nicht ohne ihn weg. Dickkopf. Ja, und? Dann lass ihn uns suchen. Dann los. Also, das finde ich so gar nicht gut, dass sie nicht einfach sagen kann, mein Gott, ich nehme jetzt meine Kräfte an und scheiß drauf, weil das interessiert mich jetzt alles nicht hier mit diesen, ja, was auch immer. Ey, ich bin hier gerade, Moment, wir können hier, glaube ich, nochmal aufladen. Das machen wir dann auch mal für alle Fälle. So. Dann schauen wir mal eben, wir können gar nichts mehr machen jetzt, ne? Wir brauchen Schießpulver auf jeden Fall für sämtliche Patronen. Ja.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich hier bin oder was jetzt kommt. Ich kann nur hoffen, dass jetzt bald ein Speicherpunkt kommt, weil, ey, wenn ich das nochmal neu machen müsste, ne? Ich kack die Wand an, ganz ehrlich. Also, ich weiß, ihr seid es eigentlich nicht so gewohnt, dass von mir jetzt hier was weiß ich was für Ausdrücke kommen, aber der hat mich gerade so psychisch fertig gemacht, der Kampf. Ich weiß, wo der Was Kristall ist ist. das? Und warum ist das so ein kleines, scheinbar niedliches Bärchen hier mitten im Resident Evil Gedöns? Also ich muss sagen, ich liebe wirklich dieses DLC, das ist zu hier. Bisher, muss ich dazu sagen, ich weiß ja nicht, was noch kommt. Aber dieser Kampf war jetzt echt krass. Wenn jetzt irgendwas mit Puppen kommt, bin ich raus, Leute. Oder ist das ein Baby? Ich weiß nicht. Also, ich kann alles. Ich kann Gedärme sehen, ich kann alles. Aber wenn was mit Puppen kommt, scheiß die Wand an. Oh Gott. Okay. Kann man das nehmen? Nee. Willst du meine Freundin sein? Oh, das sieht nicht gut aus. Das hört sich gar nicht gut aus. Das ist ein Bär. Kommen jetzt Bären oder was? Ich meine, Bären gehen wahrscheinlich noch. Kann ich ja durch? Ja, anscheinend nicht. Bären gehen ja noch, aber Puppen. Also nicht erst seit Annabelle oder so. Das kam viel später, also dass ich das geguckt habe. Oh, gebt mir doch bitte einen Speicherpunkt. Warum ist das hier so komisch verschwommen? Let's play. Oh, bitte nicht noch einen großen Gegner. Ich meine, wir wissen ja, dass wir hier im Let's Play drin sind, ne? Deswegen machen wir das Ganze, aber bitte jetzt nicht noch einen großen Diese Gegner. Affen kommen mir irgendwie bekannt vor, aber was soll das? Lass uns spielen, ja. Ich will aber nicht mehr spielen. Ich will den ganzen Mist hier vergessen und einfach nach Hause gehen. Das wäre das Beste. Dahinter ist nichts. Oh, Leute, wie lang geht das hier bitte? Ich will einen Speicherpunkt. Wieder keine Schreibmaschine. Leute, macht eine Schreibmaschine hier rein. Was ist los? Okay. Irgendwas ist anders. Ja, der ganze Aufzug ist anders, Mädel. Oh, Scheiße, ich hab's geahnt. Oh nein, komm. Okay, jetzt wird's Schreibmaschine, weird. Schreibmaschine. Also, ich glaube, meine schlimmsten Befürchtungen sind tatsächlich wahr geworden. Was ist hiermit? Der Sicherungskasten für den Fahrstuhl, aber er ist verschlossen. Okay. Und Welcome Rose. Das sieht alles so absolut gar nicht gut aus. Ich würde wirklich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Dann gehe ich auch nochmal eben speichern. Und dann. Oh, ich habe so gar keine Lust. Wenn das irgendwas mit. Oh. Das ist das Schlimmste in Horrorfilmen, finde ich. Also keine, gut, Clowns sind auch eklig, aber alles andere ist mir ja noch scheißegal, aber das ist, oh Gott. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.